Es ist Donnerstag, der 17. Januar 2013. Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte auf Radio Jungle Drum. Mein Name ist Volker Heusing. Herzlichen guten Abend. Heute werden wir uns mit drei Themen beschäftigen. Als erstes kommt ein Interview mit Herrn Shayan Akian von Iran Anders. Als zweites voraussichtlich ein Interview mit Schwester Hatune Dogan von der Schwester Hatune Stiftung, die letztes Jahr nach Syrien gereist ist. Und als drittes geht es um den überarbeiteten Entwurf der sogenannten EU-Datenschutzverordnung und was da drin steht, was das für die Internetmedien bedeuten würde und vor allem auch, was anders ist von dem, was wir bisher herausgefunden haben im Vergleich zum ursprünglichen Entwurf. Kommen wir nun zum ersten Thema. Iran anders. Guten Abend, Herr Akian. Guten Abend, ich grüße Sie, Herr Sie vertreten, glaube ich, den Verein Iran anders. Seit wann gibt es den Verein und wofür setzen Sie sich ein? Ja, ich bin der Chefredakteur von Iran anders. Wir sind online gegangen im Jahr 2010, April. Wir sind eine Gruppe von kurdischen Menschen, die nach den Präsidentschaftswahlen 2009, wonach es dann halt sehr viele Unruhen gab und der Fälschungsvorwurf sozusagen im Raum stand, haben wir uns dann zusammengefunden und eingesehen, dass eine Reihe von vielen politischen Analysen, Expertisen und insbesondere Medienberichterstattungen über und um Iran sehr einseitig geprägt sind. Und das hindert nach unserer Auffassung eine effektive Politik gegenüber dem Iran. Und da wollen wir eben Abhilfe leisten, dass wir dann bestimmte Aspekte über und um Iran zeigen, die in den Expertisen weniger beachtet bzw. in der Medienberichterstattung kaum erwähnt werden. Können Sie ein paar Beispiele nennen, wo die Berichterstattung einseitig ist und wie Sie entgegenwirken, wie Sie wichtige Aspekte ergänzen? Beispielsweise jetzt, wo wir bei dem Präsidentschaftswahl 2009 waren, nach unserer Auffassung hätte es zu einer Annäherung zwischen den USA und Iran geführt, wenn es die Wahlunruhen nach den Wahlen sozusagen von Seiten der Opposition nicht stattgefunden hat und wenn der Westen diese Wahlunruhen nicht so fatal interpretiert hätte, so als ob da tatsächlich eine Wahlfälschung stattgefunden hat. Also über monatelang wurde über das Thema Iran und die Wahlunruhen berichtet, aber es gab es kaum sozusagen handfeste Analysen, die das Thema Wahlfälschung sozusagen behandelt haben, um sozusagen daraus abzuleiten, ob die Opposition in Iran mehrheitsfähig ist, ob es tatsächlich dazu führt, dass diese Opposition das System zum Umsturz bringen kann oder nicht. Weil in der internationalen Politik ist das immer sehr wichtig zu wissen, ob der Gegenüber, der Staat, mit dem ich in Verhandlung stehe oder dem Staat, von dem ich bestimmte Forderungen abverlangen, ob dieses System stabil ist, ob man sozusagen diese Beziehung mit ihm sozusagen aufbauen kann oder ob es nicht stabil ist. Und meines Erachtens und von vielen anderen Autoren von uns bei Iran anders sind damals zu der Schlussfolgerung gekommen, dass gerade die Wahlunruhen dazu geführt haben, dass im Westen ein sehr falsches Bild über das Regime Stabilität in Iran geherrscht hat und daher man nicht mehr versucht hat, ernsthaft den Dialog und Verhandlung mit Teheran zu suchen. Das heißt, es ist nie aus Ihrer Sicht nie nachgewiesen worden, dass die Wahlen gefälscht worden sind. Natürlich nicht. Es gibt nur eine einzige Analyse von einem Iran-Experten, Ali Ansari von Chatham House. Er war der Einzige, der eine provisorische Analyse angefertigt hat, ob die Wahlen sozusagen gefälscht waren oder nicht gefälscht waren. Und das war nur eine, wie er selbst beschreibt, eine provisorische Analyse, die aber völlig auf falsche Prämissen, auf sehr unwissenschaftlich mit falscher Methode angeführt worden ist. Und nach dieser provisorischen Analyse gab es auch keine endgültige Analyse, weil er letztlich eingesehen hat, dass so wie er die Analyse begonnen hat, gar nicht mehr zu Ende, wissenschaftlich sozusagen zu Ende bringen kann. Das ist ja etwas, was damals viele Menschen bewegt hat. Wo war denn der Fehler damals in deiner Analyse?
Also, um ehrlich zu sein, ich habe schon einen Tag vor den Präsidentschaftswahlen gesagt, also jeder sozusagen, der die Mentalität und die Gesellschaft der Iraner, die iranische Gesellschaft sozusagen näher kennt, wusste, dass am Tag Ja. der Wahlen, beziehungsweise sobald die Ergebnisse feststehen, dass es zu dramatischen Unruhen kommen wird, weil die Stimmung innerhalb des Wahlvolks und der politischen Elite so sehr polarisiert war, dass es abzusehen war, dass es zu diesem Wahlunruhen kommt. Wenn es zu einer Wahlunruhe kommt, bedeutet es ja nicht automatisch, das ist ja kein Beleg dafür, dass die Wahlen gefälscht worden sind. Wir haben dazu, um noch das anzufügen, eine sehr umfassende Analyse darüber angefertigt, ob die Wahlen gefälscht worden sind oder nicht gefälscht worden sind. Jedenfalls, das war ein Thema, das halt 2009 und 2010 sehr aktuell war und sozusagen auch sämtliche Medienberichterstattung und selbst die außenpolitischen Handlungen des Irans unter dieser sozusagen Prämisse, unter dieser Brille sozusagen betrachtet worden ist. Man hat diese Wahlunruhen im Westen so sehr überschätzt, dass man es leider vertan hat, mit dem Iran zu einem Arrangement zu kommen. Wie weit kommt bei Ihnen die iranische Regierung zu Wort? Wie weit die Opposition, wie weit die Zivilgesellschaft? Also das Problem ist, wie schon angesagt, dass ja die Medienberichterstattung und Expertisen über Iran sehr einseitig geprägt sind, unter anderem eben, weil die Wahrnehmung der Opposition sozusagen in der Regel 1:1 übernommen wird. Und um da eben halt einen Ausgleich zu finden, müsste man auch die Wahrnehmung der iranischen Regierung oder der Islamischen Republik anfügen, um ein umfassendes Bild zu haben. Wäre es umgekehrt, wäre es beispielsweise so, dass in den Berichterstattungen die Wahrnehmung der Regierung sozusagen präsenter ist als die der Opposition, dann müssten wir sozusagen, um da einen Ausgleich zu finden, die Wahrnehmung der Opposition darlegen. Aber da es nicht so ist, es ist derzeit mehrheitlich so, dass wir die Wahrnehmung Irans eher sozusagen in unseren Analysen berücksichtigen. Das ist aber auch ein Problematik der gesamten Medienberichterstattung über das Ausland, dass meistens sozusagen immer die eigene Wahrnehmung als das Objektive sozusagen dargelegt wird und Analysen anhand dieser Prämisse angefertigt werden, ohne die Wahrnehmung des anderen Staates sozusagen zu berücksichtigen. Ja, oft wird Iran ja auch aus der Brille betrachtet, dass ja manche Leute im Westen Angst haben vor dem iranischen Atomprogramm, obwohl die iranische Regierung sowohl seine Exzellenz, ihr Präsident Ahmadinejad, als auch das religiöse Oberhaupt vom Iran betonen, dass Iran gar keine Atomwaffen überhaupt haben will und nur friedlich Atomenergie nutzen will. Sehen Sie eine Möglichkeit, wie dieser Atomkonflikt gelöst werden kann? Also zweifle inzwischen, ob es den Westen wirklich, beziehungsweise den USA oder die Falken in den USA besser gesagt, im Kongress und so weiter, ob es ihnen tatsächlich um das Atomprogramm geht. Wenn es tatsächlich um das Atomprogramm geht, dann hätte man das Problem schon längst lösen können. Wenn man die ganze Geschichte der Verhandlungen sieht, dann war ja sozusagen alles, was bisher der Westen gegenüber den Iran gemacht hat, ja völlig kontraproduktiv. Damals hatten die Iraner vorgeschlagen, am Anfang der Verhandlungen, dass sie lediglich ein Dutzend von Zentrifugen behalten dürfen und der Rest hat das abgelehnt und inzwischen hat Iran Tausende von Zentrifugen. Ich zweifle inzwischen, ob es tatsächlich um das Atomprogramm geht. Ich habe die Vermutung, dass das Atomprogramm instrumentalisiert wird, weil es sozusagen im Nahen Osten einen kalten Krieg gibt zwischen den USA und Iran um Macht und Einfluss. Ich glaube, da gab es ja auch schon in den letzten Jahren verschiedene Kompromissvorschläge. Ich glaube, über Russland, über Brasilien, Türkei, die alle nicht zu Ende aufgegriffen worden sind. Ja, das ist richtig. Wenn man davon ausgeht, dass der Westen tatsächlich befürchtet, dass der Iran sozusagen den Besitz von Atombomben anstrebt, dann wäre ja die
Kompromisslösungen, die in den letzten Jahren im Raum standen, müsste ja sozusagen der Westen eingehen. Das, im Zentrum stand damals die Anrechnung auf 20%. Der Iran hat damals zugesichert, dass, was auf, dass, dass man nicht den Uran weiter auf 20% anreicht, sondern einen Tausch macht und sozusagen, dass das, was bisher angereichert worden ist, ins Ausland gerät und dann, dass sozusagen so ein Zeitraum entsteht, ein Zeitfenster entsteht, wo Iran nicht mehr die Möglichkeit hat, so viel Uran anzureichern, die geeignet ist für Atomwaffen. Man ist diesen Kompromiss nicht eingegangen. Also das, mit anderen Worten, anscheinend befürchtet der Westen gar nicht, dass der Iran die Atombombe bauen will. Sonst würde man ja so diesen Kompromiss eingehen. Es gibt in Israel eine weltweit beachtete Friedensinitiative. Sehr prominent wird die Webseite Israel Loves Iran. Und sehr viele Israelis haben ihre Liebe, ihre Freundschaft zu den Iranern dort bekundet. Man liest aber weniger davon, dass Iraner ihnen geantwortet haben. Wissen Sie, welche Reaktionen es im Iran gibt, von der Regierung, von der Opposition, von der Zivilgesellschaft auf diese israelische Initiative aus der israelischen Zivilgesellschaft für Völkerfreundschaft? Das Thema Israel ist ein sehr heikles Thema in Iran, selbst bei der Inlandsopposition, die ja von allen Oppositionen, die es in Bezug auf Iran gibt, die den meisten größten Einfluss hat. Selbst die Inlandsopposition in Iran, die ist sozusagen Israel oder israelfeindlich oder antizionistisch. Das Thema Israel ist sehr, sehr heikel. Ich erinnere mich an eine Aussage von dem Vizepräsidenten Irans, Mashoi, wo er sagte, dass das iranische Volk mit allen Völkern der Welt befreundet ist, selbst mit dem israelischen Volk. Da gab es selbst Kritik von den Oppositionellen an dieser Aussage, weil die Israelis sozusagen als Besatzer betrachtet werden. Man kann so daraus entnehmen, dass man da kein Unterschied zwischen dem israelischen Militär und den sogenannten israelischen Zivilisten aus iranischer Sicht macht, weil ja selbst diese Zivilisten alle Jahre wieder Militärdienst leisten müssen. Das Thema Israel ist sehr, sehr heikel. Es gibt natürlich im Iran Teile der Gesellschaft, die diesen aufgefallen sind und das kann man ja auch dort auf der Facebook-Seite beobachten, dass es sozusagen Replies gab von Iranern in Iran, die gesagt haben, we love you too, wir lieben die Israelis auch, aber das ist eine Minderheit. Also aus iranischer Sicht wird Israel als ein Apartheidsregime betrachtet und auch sozusagen also die Menschen, die in Israel leben, die von außen sozusagen gekommen sind, aus iranischer Sicht keine Wurzeln, keine historische Wurzeln und dergleichen in Israel haben, sondern sozusagen ja, importiert worden sind, auf Kosten sozusagen der Palästinenser. Da tun sich die Iraner schwer, sich mit diesen Menschen zu befreunden. Das heißt, wahrscheinlich braucht es dann auch noch mehr Initiativen, auch vielleicht offiziellere israelische Initiativen, um da das Misstrauen zu überwinden. Ja, natürlich. Kann ich noch nachvollziehen. Es ist ja gerade am lautesten oft aus Israel die Angst vor dem iranischen Atomprogramm geäußert worden. Und ich denke auch sicherlich wegen der Palästinenser. Da ist sicherlich eine Menge an Vertrauensbildung, was noch zu machen wäre. Ja, das ist richtig. Wenn Sie jetzt zurückblicken nach 2010, wo sich Ihre Organisation gegründet hat, welche Ihrer Artikel, welche Ihrer Interviews sind Ihnen besonders wichtig? Was würden Sie sagen, wo haben Sie besonders viel bewegt für eine Versachlichung der Debatte um Iran, für eine entscheidende Abrundung des Bildes um Iran? Also wenn man auf unsere Webseite geht, dann ist egal, wo man sich auf der Webseite befindet, immer rechts ein Bereich, der nennt sich Schlüsseldokumente. Und da sind also sozusagen Schlüsselanalysen, die das Verständnis über den Iran auf jeden Fall verbessern. Also diese Artikel sind sehr zu empfehlen. Okay. Zum iranischen
Atomprogramm. Der, ich glaube, inzwischen ehemalige israelische Verteidigungsminister Ehud Barak hat ja, seine Rhetorik gegenüber Iran gemäßigt und sich inzwischen deutlich entspannter geäußert, aber der israelische Premierminister, seine Exzellenz Benjamin Netanyahu, zeigt immer noch das gleiche Bedrohungsszenario. Wie passt das zusammen? Also ich vermute, dass die Israelis keinen Militärangriff gegen Iran starten werden und dass dahinter ein politischer Kalkül steckt. Dass, interessanterweise war ja so, dass immer wenn es diese Sozialunruhen in Israel gab, kam dann plötzlich Netanyahu mit dem Thema Iran und man hat dann nichts mehr von den Sozialunruhen gesehen in Israel. Und von der anderen Seite, dieses ständige Drohen mit Militärangriff hat ja dazu geführt, dass die USA und die EU drastische Sanktionen gegen Iran verhängen, um sozusagen dann als Friedensraum zu gelten. Diese Sanktionen wurden ja oder werden heute noch damit gerechtfertigt, dass dadurch ein Angriff Israels zuvorgekommen wird. Ja, was für eine gesunkene Wahrscheinlichkeit eines Angriffs spricht, ist, im Oktober 2012 ist der iranische Außenminister eingeladen worden beim Council on Foreign Relations, wo noch Anfang 2012 zwei Leute aus dem Umfeld des Council on Foreign Relations empfohlen hatten, den Iran anzugreifen. Auch das scheint mir ja auf eine Entspannung hinzudeuten. Ja, aber ich würde den Einfluss von von CFR nicht überschätzen. Der iranische Außenminister war doch zuvor eingeladen von CFR. Ist natürlich eine einflussreiche Think Tank, aber einflussreich neben vielen anderen Think Tanks. Ich denke nicht, dass die USA derzeit in der Lage sind, Iran anzugreifen, allein aus finanzpolitischen Gründe. Gibt es im Iran eigentlich eine unabhängige Menschenrechtsbewegung oder eine unabhängige Friedensbewegung, die jetzt von der Regierung und auch von der politischen Opposition unabhängig ist? Das Thema Menschenrechte auch wieder, das gehört auch zu den Themen, die in Iran sehr schwierig sind. Das Problem ist, von welchen Menschenrechten wird dann gesprochen? Und zwar ist Iran unterzeichneter Staat des UN-Menschenrechtschartas, aber praktisch wird diese Menschenrechtscharta abgelehnt und man hat eine eigene Auffassung über die Menschenrechte, nämlich die sogenannten islamischen Menschenrechte. Aber selbst diese werden in Iran nicht eins zu eins eingehalten. Selbst da gibt es Nachholbedarf. Die Verfassung, die iranische Verfassung, die Bürgerrechte zugesteht, viele von den Bürgerrechten werden nicht umgesetzt. Das Problem ist aber, denke ich, oft auf der außenpolitischen Natur. Und zwar öffnet sich und schließt sich eine Gesellschaft immer, je nachdem, wie die Bedrohung von außen ist. Und der achtjährige Krieg, der unmittelbar nach der Islamischen Revolution 1979 gegen Irak stattgefunden hat, hat das politische Klima in Iran bis heute nachhaltig beeinflusst. Deswegen haben Menschenrechtsorganisationen in Iran, also die sozusagen die westlichen Menschenrechte implantiert haben möchten, es sehr schwer, weil sie sozusagen dann als Gegner und Feind betrachtet werden. Deswegen plädieren wir, dass man diese konfrontative Haltung gegenüber Iran aufgeben muss, damit die Gesellschaft sozusagen sich öffnen kann und das politische Klima auch in Iran ja, geöffnet werden kann. Was kann man sich denn vorstellen unter islamischen Menschenrechten oder Bürgerrechten jetzt im Vergleich zu dem, ja, jetzt den bürgerlichen oder den sozialen Menschenrechten, die man zum Beispiel von der UNO her kennt? Was betont die iranische Verfassung besonders und wo legt die iranische Verfassung keinen so großen Schwerpunkt drauf? Ja, nehmen wir beispielsweise die Todesstrafe. Wobei, okay, die Todesstrafe ist übrigens auch nicht kein Verstoß sozusagen gegen die Menschenrechte. Aber heutzutage wird die Todesstrafe als solches wahrgenommen, dass die Abschaffung der Todesstrafe zu den Menschenrechten gehört. Wenn wir das zum Beispiel jetzt als Beispiel nehmen, dann ist nach westlicher Auffassung, dass die Todesstrafe ein Verstoß gegen die Menschenrechte ist.
Und aus iranischer Perspektive oder sagen wir mal aus islamischer Perspektive ist es so, dass die Opferfamilie eines jemanden, der getötet worden ist, das Recht hat, das Gleiche mit dem Gleichen zu vergelten. Und wenn man so, ihnen sozusagen diesen Recht wegnimmt, dann hat man ihnen diesen Menschenrecht weggenommen. Und wie ist das mit sozialen Menschenrechten der iranischen Verfassung? Oder mit anderen Rechten, die die Freiheit schützen? Ja, die befinden sich alle innerhalb des islamischen Rahmens, also beispielsweise Meinungs- und Pressefreiheit im Iran, darf die Presse den Präsidenten kritisieren, das Parlament kritisieren, die Justiz kritisieren, aber das System als solches oder den Islam, da ist es nicht möglich, das zu kritisieren oder als Ganzes beziehungsweise als Ganzes abzulehnen. Also man könnte sagen, der einzige Unterschied zwischen das politische Leben in Iran oder im Vergleich zum politischen Leben in Deutschland ist es, dass man in Deutschland sich zum Grundgesetz bekennen muss, um dann politisch partizipieren zu können. Und in Iran muss man sich an der dortigen Verfassung, an den Islam bekennen, um dort politisch zu partizipieren können. Ja, Sie haben eben die Wirtschaftssanktionen angesprochen, die man dem gegenüber Iran verhängt hat. Soweit mir bekannt ist, ja, zumindest die neueren alle wegen des Atomprogramms oder unter dem Vorwand des Atomprogramms. Gibt es Sanktionen, die Ihrer Meinung nach, selbst wenn sie vielleicht im Grunde nach rechtmäßig sein sollten, wenn Sanktionen verhängen dürfte, wenn die Voraussetzungen gegeben sein sollten, zu hart sind, dass sie von den Menschenrechten oder von der iranischen Verfassung hier einfach zu weit gehen? Also ich habe grundsätzlich Probleme mit Sanktionen, weil ich habe bisher intelligente Sanktionen nicht kennengelernt. Es ist immer die Rede von intelligenten Sanktionen, aber selbst in Sanktionen auf Überwachungsgeräte beispielsweise können ein Schuss nach hinten sein, wenn zum Beispiel im Kampf gegen Drogenschmuggel eingesetzt wird, was ja Iran darunter leidet, den Drogenschmuggel auch von Afghanistan, da leidet ja die iranische Gesellschaft und die Iraner darunter. Deswegen bin ich da grundsätzlich sehr, sehr skeptisch, was Sanktionen angeht. Und die jetzigen Sanktionen, die jetzt verhängt worden sind, wie das Ölembargo von Seiten der EU, da ist ja gar nichts, da ist ja nichts mehr intelligent daran. Es wird immer sozusagen von den Gruppen, die ja sehr einflussreich und sehr aktiv sind in den USA und in Europa, die Sanktionen gegen Iran befürworten, Druck auf deutsche Firmen, auf Firmen, die mit dem Iran im Geschäft sind, Druck ausgeübt wird, Kampagnen gegen sie gemacht wird. Wenn man deren Artikel, deren Stellungnahmen dazu liest, dann soll es ja letztendlich dazu führen, dass Iran völlig von der Welt abgeschnitten wird, keinerlei Einnahmen besitzt. Und da fragt man sich, was dann die Absicht sein soll. Normalerweise, klassisch betrachtet, sind Sanktionen kreiert worden, um Druck auf das Volk auszuüben, damit dieser diesen Druck auf das System weitergibt. Aber wir haben bisher in der Geschichte nie so einen Fall gesehen, dass das passiert ist. Kuba ist seit Jahrzehnten sanktioniert, Irak unter Saddam Hussein war sanktioniert und es hat nie zu einem Umsturz gebracht. Was bewirken denn die Sanktionen für die Einwohner Irans? Also bisher waren die Sanktionen nicht so drastisch, dass das iranische Volk oder die iranische Wirtschaft gelitten hat. Es hat natürlich die Prosperität der iranischen Wirtschaft eingedämmt, aber Iran hat in den letzten Jahrzehnten immer Wirtschaftswachstum gehabt, das auch unter anderem, weil der Ölpreis gestiegen ist. Aber auch die Nichtölindustrie ist um das Mehrfache gewachsen. Bis zum Jahr 2011 etwa gab es sogar Prognosen, dass das iranische BIP innerhalb von 5 Jahren verdoppelt wird. Das wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr sein, denn seit etwa Mitte 2011, wo die Sanktionen sich verschärft haben, wo auch das iranische Zentralbank unter Sanktionen steht, sind die Öleinnahmen um etwa 30 bis 40% eingebrochen. Und das spürt natürlich das Volk, weil der Iran-Staat die Ausgaben derzeit, beziehungsweise in der Vergangenheit, oft über die Öleinnahmen finanziert hat, auch wenn die Öleinnahmen nur 30% des Bruttoinlandsprodukts betragen, war doch der Iran
devisentechnisch abhängig und ist abhängig von den Öleinnahmen. Die Iraner sehen das jetzt natürlich als eine Chance, endlich sozusagen von dieser Abhängigkeit von Öl ja, sich zu befreien und man sozusagen gezwungen ist, sich nicht mehr auf das Öl zu verlassen, sondern die Industrialisierung ernsthaft voranzutreiben. Es ist abzusehen, wie das enden wird. Sie meinen, dass der Iran dann nach einer gewissen Durststrecke danach dann industriell diversifiziert und noch wesentlich unabhängiger ist? Das ist eine Option. Man müsste sehen, wie sich das entwickeln wird. Oder dass der Iran dann sein Öl noch mehr Richtung China und vielleicht Japan verkauft? Das tun sie ja bereits schon. Das Problem ist nur, dass auch China, Japan und andere Staaten, die derzeit Öl von Iran beziehen, unter amerikanischem Druck stehen, die Ölimporte aus Iran nicht zu steigern. Eine der Sanktionen, die am härtesten getroffen zu haben scheint, ist ja, dass man Iran von dem SWIFT-System ausgesetzt hat. Da können ja, glaube ich, auch Zahlungen international nur noch schwer getätigt werden. Ist Ihnen darüber etwas bekannt? Sind jetzt im Außenhandel nur noch Tauschgeschäfte möglich? Ja, diese Sanktionen sind ja auch zweischneidig. Es ist ja nicht so, dass nur Iran betroffen wird, sondern viele Wirtschaftszweige, die mit Iran in Geschäfte sind, die sind ja auch betroffen. Also es sind auch vor allem mittelständischen Firmen in Deutschland, die vom Iran-Geschäft existenziell abhängig sind. Und ich kenne eine Reihe von Firmen, die deswegen jetzt geschlossen haben, weil sie nicht mehr wie gewohnt ihre Geschäfte mit dem Iran abwickeln konnten, unter anderem halt wegen den Banksanktionen. Die größeren Firmen, die sind dann natürlich flexibel. Die können dann solche Sanktionen umgehen über Drittstaaten oder über Mittelsmänner. Die Konsequenz ist dann halt, dass die Inflation in Iran steigt, dass man eben durch den Kauf am Schwarzmarkt die Preise überteuert sind. Und wo merkt man das im Iran jetzt im täglichen Leben? Also bei Gütern nehme ich an, für den Endverbraucher, die importiert werden? Also die Auslandsreisen sind viel weniger geworden, weil die iranische Währung an Wert verloren hat. Auslandsreisen sind sehr teuer geworden. Luxusgüter, die sozusagen aus dem Ausland importiert werden, sind sehr teuer geworden. Das Interessante ist ja, dass diese Sanktionen gerade die Teile der Gesellschaft des Irans insbesondere betreffen, die gegenüber dem Westen offen sind und die für eine kulturellen, politischen und wirtschaftlichen Austausch mit dem Westen stehen. Also man sanktioniert sozusagen genau die Teile der Gesellschaft, die man, wenn man jetzt stereotypisch als pro-westlich bezeichnen könnte, wohingegen die anderen Teile der Gesellschaft, zum Beispiel die Unterschicht, weiterhin sozial abgesichert ist und nicht diesen Bedarf oder nie diesen Bedarf oder diese Option hatte, Auslandsreisen zu betätigen oder Luxusgüter zu importieren. Und bezüglich Versorgung mit Nahrung, mit Wohnraum, mit gesundheitlichen Artikeln hat das Embargo die Bevölkerung nicht so hart getroffen. Das ließ sich alles noch abfedern. Die iranische Zentralbank subventioniert sozusagen derzeit Grundgüter wie halt Nahrungsmittel. Die sind zwar auch teurer geworden, aber sind auch für die Menschen noch möglich, sozusagen das Nötigste zu erwerben, also für die Unterschicht. Das Problem ist, um das noch anzufügen, dass ja in jedem Land, wenn man das beobachtet hat, wo es sozusagen krüppelnde Sanktionen oder umfassende Sanktionen gegen einen Staat verhängt worden sind, dass die Mittelschicht ausradiert worden ist. Und gerade die Mittelschicht steht ja in jeder Gesellschaft für Wandel und Demokratisierung. Und gerade diese Mittelschicht ist im Iran am Leiden. Ja, herzlichen Dank für das Interview. Danke. Bitte sehr, ich habe zu danken. Und wer sich umfassend über Iran informieren will, findet sie auf der Webseite www.irananders.de. Auf jeden Fall. Herzlichen Dank. Bitte sehr.
Viele Grüße zurück nach Nordrhein-Westfalen. Ja, hier ist der zweite Teil der Sendung Macht und Menschenrechte am Donnerstag, den 17. Januar 2013 auf Radio Jungle Drum. Mein Name ist Volker Reusing. Wir haben die Reihenfolge der Beiträge etwas umgestellt. Jetzt kommt erstmal, was wir bisher herausgefunden haben, zum geänderten Entwurf der sogenannten EU-Datenschutzverordnung. Und danach kommt dann nachher Schwester Hatune von der Schwester Hatune Stiftung dann in die Sendung und berichtet über ihre Reise nach Syrien letztes Jahr. Ja, EU-Datenschutzverordnung. Es gab da einen Entwurf vom 25. Januar 2012. Und darüber hatten wir bei unserem Politikblog berichtet, hatten einen Artikel gemacht von Ende Januar und hatten darüber berichtet, dass sich das dass da nicht nur um Datenschutz, sondern auch um Zensur geht. Und dann am 6.7.2012 der Artikel EU Privacy Law and its Military Backgrounds haben wir über die erstaunliche zeitliche Parallelität der mit damaligen militaristischen Bestrebungen gegenüber des Council on Foreign Relations oder aus den Reihen von Council on Foreign Relations gegenüber Iran berichtet. Gut, aber jetzt geht es hier erstmal darum, was steht in diesem Datenschutzverordnungsentwurf. Im alten wie im neuen Entwurf ist immer noch so, dass persönliche Daten werden halt alle Informationen, wird da definiert als alle Informationen über natürliche Personen. Und es ist nicht beschränkt bei der Definition auf wirkliche Datenverarbeitung im inneren Sinne, sondern eben auch Verarbeitung und Verbreitung von Informationen, wenn man über andere Personen redet, wenn man über andere Personen Bericht erstattet, ist da in dieser Definition mit drin. Das ist nach wie vor der Fall.
Der Anwendungsbereich dieser EU-Datenschutzverordnungsentwurfs, man findet das übrigens unter dem Aktenzeichen 2012, Schrägstrich 0011, Klammer auf, COD, Klammer zu. Da findet man das auch bei der EU und sieht auch, welchen Weg dieser Entwurf bisher genommen hat. Bezieht sich darauf, die Daten zu schützen von Personen, dass deren, na, die, gegenüber der Verarbeitung von deren Daten auch und gerade durch Private. Die EU hat aber eigentlich ein Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung. Das heißt, im EU-Recht darf man nur die Dinge machen, die der EU ausdrücklich in ihren Verträgen, also im EU-Vertrag oder AEU-Vertrag übertragen worden sind. Und in Artikel 16 AEU-Vertrag hat die EU die Kompetenz, Richtlinien oder Verordnungen zu machen, um die Daten zu schützen der Leute, die in dem Gebiet der EU-Mitgliedstaaten leben, soweit es um die Verarbeitung ihrer Daten geht, durch die Institutionen der EU und durch die Mitgliedstaaten. Und jetzt ist aber bei diesem Datenschutzverordnungsentwurf in der alten Fassung von Anfang Januar, von 25. Januar 2012, ebenso wie in der überarbeiteten Fassung, ist da allerdings ausdrücklich ausgenommen die Verarbeitung von Daten durch die EU und ihre Institutionen. Und ausgenommen ist nach wie vor ebenfalls die Verarbeitung von Daten durch die Mitgliedstaaten, wenn sie Aufgaben im Rahmen von Kapitel 2 EU-Vertrag ausführen. Ja, also dadurch, dass es eben Private trifft, die Daten verarbeiten, ist es schon mal aus Sicht des EU-Rechts rechtswidrig, ultra vires, weil dafür gar keine Ermächtigung erteilt worden ist in den Verträgen. Die nationalen Parlamente, wir im Bundestag, haben dem überhaupt nicht zugestimmt. Diese Datenschutzverordnung benutzt zum Beispiel für den, der dann tatsächlich das veranlasst, dass Daten verarbeitet werden oder Informationen verbreitet werden, das Wort Controller, hört sich alles nach Datenverarbeitung an. Aber jemand, der einfach nur Informationen verbreitet über andere, zum Beispiel die Presse, ist da auch mit drin. Auch Blogger sind da drin. Prozessor wird da der genannt, der die technischen Voraussetzungen bereitstellt. Interessant ist, was gibt es für Ausnahmen? Ausnahmen von dem Entwurf dieser sogenannten EU-Datenschutzverordnung ist ursprünglich, in dem ursprünglichen Entwurf, in Artikel 2 findet man das. Einen kleinen Moment. Und zwar ausgenommen davon sind ursprünglich gewesen natürliche Personen, also Einzelmenschen, ohne Erwerbsabsicht, im Rahmen ihrer eigenen ausschließlich persönlichen oder Haushaltsaktivität, außer wenn die Daten zugänglich gemacht werden, einer unbegrenzten Zahl von Personen. Das heißt, im Internet war im ursprünglichen Entwurf jeder betroffen. Und wenn es noch so nur für persönliche Zwecke war, und vielleicht merken Sie, worauf ich hinaus will, es gibt sehr viele Blogger im Internet, die null Einnahmen erzielen, auch keine Werbung geschaltet haben auf ihrem Blog und nichts, und die mit Sicherheit in keiner Weise kommerziell sind, aber sobald man im Internet auftrat, fiel man unter den Anwendungsbereich dieses Datenschutzverordnungsentwurfs. Das hat man inzwischen rausgenommen. Es ist nicht jeder betroffen, nur weil er im Internet auftritt, aber weiterhin, solange es nur für den persönlichen Gebrauch ist und eben nicht kommerziell, das sogar das Nicht-Kommerzielle hat man da rausgenommen inzwischen. Wenn es sofern es eben nur für den persönlichen Gebrauch ist. Man möchte Leute nicht treffen, die zum Beispiel nur ihre gebrauchten Gegenstände bei eBay verkaufen. Aber alles, was eben nicht nur für den persönlichen Gebrauch ist, das ist noch so nicht kommerziell. Blogger werden weiterhin davon betroffen. Ja, warum ist, während außerdem ausgenommen ist, Artikel, Moment, 80, soweit ich mich entsinne, die Mitgliedstaaten sollen ausnehmen die Presse, soweit das für die Arbeit der Presse unbedingt erforderlich ist und auch Kunst und Literatur, Meinungsfreiheit,
aus persönlicher Meinung. Aber das ist dann den Mitgliedstaaten überlassen, wie weit sie eben meinen, dass man die Presse da unbedingt ausnehmen muss. Soweit die Mitgliedstaaten das nicht für nötig halten, ist auch die Presse da voll von betroffen. Und betroffen ist praktisch jeder, also jeder, kleinen Moment mal bitte. Der, komm mal langsam. Entschuldigung. Abgelenkt worden. Also einmal ist die Presse betroffen und jeder, der beim halt im persönlichen Bereich hinaus Daten verarbeitet oder Informationen verbreitet. Ja, auch betroffen davon sind politische Parteien. Das findet man in Erwägungsgrund 44. Politische Parteien bei ihren Wahlkampfaktivitäten sammeln sie Daten darüber, wer so welche politische Meinung geäußert hat, über sich selbst und über andere. Und sie verbreiten diese auch. Sie verbreiten Informationen über andere Leute. Sie sagen zum Beispiel, ihre Partei sei besser als eine andere Partei. Und sofern sie das tun, fallen sie auch mit unter diesen Anwendungsbereich dieser EU-Datenschutzverordnung in Anführungsstrichen. Ja, was regelt denn diese EU-Datenschutzverordnung nun? Einmal, wenn man Daten verarbeitet oder Informationen verbreitet oder Bericht erstattet, dann hat man nach Artikel 7 dieses Verordnungsentwurfs die Beweislast dafür, dass die Person, deren Daten man verarbeitet oder die Person, über die man Bericht erstattet, das auch will. Das ist beim Interview ja vielleicht noch okay. Niemand möchte falsch wiedergegeben werden. Aber es gibt ja auch zum Beispiel Presse und Blogger, die berichten über Leute, sagen ihre eigene Meinung darüber, was andere tun oder nicht tun. Und nach diesem Datenschutzverordnungsentwurf müsste man auch Leute, nicht nur beim Interview, müsste man auch die Leute dann um Erlaubnis fragen. Das wird natürlich eine erhebliche Erschwerung der Pressearbeit, besonders wenn man Dinge zu berichten hat, die den Leuten vielleicht nicht gefallen, über die man da berichtet. Man kann sich vorstellen, was das mit investigativer Presse machen würde. Und nur das, was die Mitgliedstaaten meinen, was man unbedingt ausnehmen würde, bei der Presse würde ausgenommen. Dann ist die Frage, ist das, was ein Blogger macht, ist das Pressearbeit? Wenn die Mitgliedstaaten nicht dran denken würden, das als Pressearbeit auch zu definieren, was ehrenamtlich viele Blogger in der EU machen, dann würden sie auch von dem Anwendungsbereich dieses EU-Verordnungsentwurfs getroffen, wenn das so in Kraft tritt. Ja, dann gibt es bei diesem Verordnungsentwurf gibt es sogenannte nationale Datenschutzbehörden. Die würden einer europäischen Datenschutzbehörde unterstehen und diese wiederum der EU-Kommission. Und wenn man jetzt Daten verarbeitet oder wenn man Informationen verbreitet über Personen, dann müsste man im Vorhinein eine Einschätzung machen darüber, was das für Folgen hätte für die Personen, über die man diese Daten verarbeitet oder Informationen verbreitet. Und das, da könnte schon drakonische Bußgelder verhängt werden durch diese Datenschutzbehörde in Anführungsstrichen, wenn man einer Auswirkungsanalyse da nur nicht detailliert genug macht. Also für Willkür zur Pressezensur und zur Zensur von Bloggern ist da Tür und Tor geöffnet. Dann gibt es Haftungsvorschriften, da geht es unter anderem auch darum, wenn man die Person nicht gefragt hat, über die man da Informationen verbreitet oder deren Daten man verarbeitet. In Artikel 77, Artikel 17 enthält ein Recht, dass die Daten gelöscht werden. In Artikel 7 ist in einem geänderten Entwurf noch eingebaut worden, dass nun, selbst wenn eine Einwilligung gegeben wurde, man beweisen kann, die wurde gegeben, dann muss die für einen Zweck gegeben werden. Und die Daten dürfen dann nur so weit gespeichert werden, wie das für den Zweck erforderlich ist. Das mag ja vielleicht, wenn Daten gespeichert werden zur Abwicklung eines bestimmten Vertrages und dann müssen vielleicht die Daten noch aufbewahrt werden für steuerliche Zwecke, für welche anderen Zwecke nach gesetzlichen Vorschriften auch immer. Das mag ja noch Sinn machen. Aber wer sagt uns, wenn zum Beispiel ein Interview gemacht wird, wie lange müssen denn die Daten aufbewahrt werden? Und
Wie kann man einen Zweck definieren? Gibt es Themen, die vielleicht die Menschheit in 1000 Jahren noch wissen sollte, Informationen? Gibt es Dinge, wo dann ein Interview vielleicht nach 10 Jahren keinen mehr interessieren sollte? Ist das überhaupt zumutbar, mit der Pressefreiheit vereinbar, dass man bei jedem Interview dann genau ausmacht, wie lange darf das noch verfügbar sein? Und man stelle sich vor, ganz viele Blogger arbeiten mit Copyleft, dass andere das, wenn sie es nicht kommerziell nutzen, für sich auch kopieren können, wenn sie nur die Quelle angeben. Was wird denn dann aus Copyleft, was ja auch ein ganz wichtiger Baustein ist, dafür, dass nicht kommerzielle Medien viele Menschen erreichen und zur grenzüberschreitenden Verständigung und Gedankenaustausch? Artikel 78 von dem Verordnungsentwurf hält Strafen, wenn man bestimmte Vorschriften nicht erfüllt. Artikel 79, hohe Bußgelder. Und hohe Bußgelder, ich denke, das ist mit das Heftigste, drohen einem dann schon, auch wenn man nicht diese Auswirkungsanalyse, welche Auswirkungen hat meine Datenverarbeitung oder hat meine Berichterstattung auf andere, wenn man die nun nicht detailliert genug macht, dass sie der von der EU-Kommission indirekt unterstehenden Datenschutzbehörde genügt. Selbst das kann schon ruinöse Bußgelder nach sich ziehen. Und das ja nicht nur für Blogger, auch für kommerzielle Presse, auch politische Parteien, wenn die Meinungen äußern und das im Internet zum Beispiel tun und da keine vorher Einschätzung machen für diese Datenschutz alias Zens Datenschutz- und Zensurbehörde. Zu den Befugnissen dieser Datenschutzbehörde gehört zum Beispiel auch, dass sie veranlasst, dass Daten gelöscht werden. Wenn man gegen diese Datenschutzverordnung verstoßen würde, müsste man den Betroffenen Verstöße innerhalb von 24 Stunden mitteilen. Auch das wird da verlangt. Ja, wenn dieses EU, die EU-Datenschutzverordnung in Anführungsstrichen so in Kraft treten würde, würde natürlich auch die Internetwirtschaft hart treffen. Und selbst soweit wie es nur um Datenschutz geht, in Anführungsstrichen, die Bußgelder, die da drohen, die gehen bis zu 100.000 Euro. Vorher gab es auf welchem ursprünglichen Entwurf bis zu 500.000. Aber auch die Verhängung eines Höchstbußgeldes würde schon viele Firmen ruinieren, wenn sie da Daten vielleicht aus Unkenntnis länger speichern, als es dann noch zulässig wäre. Vor allem denke ich aber, ist es dazu angetan, kleinere Presseorgane zu ruinieren und auch Blogger zu ruinieren, Leute und auch politische Parteien, auch Verbände, ja, alle, die öffentlich für ein größeres Publikum Meinungen äußern und gerade vor allem das im Internet tun, die diesen indirekt unter der Kontrolle, unter der Dienstaufsicht der Kommission stehenden, in Anführungsstrichen, Datenschutzbehörden oder der Kommission selber nicht passen würden. Würde man das ganz extrem durchziehen, könnte man sich fragen, redet dann die EU-Kommission bei den nächsten Europawahlen, in dem Europawahlkampf, wenn das vorher in Kraft tritt, nur noch mit sich selbst? Und weil alle Parteien versuchen, nichts zu veröffentlichen, was der Kommission nicht gefällt, um die Bußgelder zu vermeiden? Wie viele Blogger, wie viele Presseorgane wird man bis dahin dann ruiniert haben? Und die Frage ist, wo das jetzt in überarbeiteter Fassung wieder vorliegt. Ist da ein Zusammenhang damit, dass man bestimmte Themen, die in etwas unangepassterer Presse oder auch bei Bloggern viel Beachtung finden, dass man bestimmte Themen nicht mehr in der öffentlichen Diskussion haben will? Geht es da möglicherweise um Militarismus? Geht es da möglicherweise um die ganzen Maßnahmen zur Absicherung von Banken, wo die Bevölkerung der Mitgliedstaaten so harte Auflagen zu spüren kriegen sollen? Das ist ja noch ein bisschen näher dran an der Kommission. Interessant ist auch, dass EU-Internetkommissarin Neelie Kroes, die diesen ursprünglichen Entwurf ja vorgestellt hat, zusammen mit Karl Theodor zu Guttenberg, dass sie auf der Bilderberg-Konferenz 2011 gewesen ist. Und Bilderberg steht ja sowohl für Interessen von Großbanken als auch für militaristische Interessen. Deswegen sind diese Fragen auch nicht unbedingt weit hergeholt. Und
Immer aktuell stellt sich die Frage, will man vielleicht alternative Nachrichten, zum Beispiel für Syrien, nicht mehr so breit diskutiert haben? Will man nicht mehr, dass hier innerhalb der EU auch Stimmen von Syrern selber zu Wort kommen, um ein umfassendes Bild zu liefern? Und wenn man nicht will, dass die Presse getroffen wird, dass die Blogger getroffen wird, warum beschränkt man diesen EU-Verordnungsentwurf nicht explizit bei den Definitionen auf die reine Datenverarbeitung, sondern macht nur als Sollvorschrift, dass die Mitgliedstaaten ausnehmen sollen von den Vorschriften das, was für die Presse unbedingt notwendig ist? Und warum war im ursprünglichen Entwurf der EU-Datenschutzverordnung nur Teile davon, dass die ausgenommen werden sollten und erst im Überarbeiteten ist es als Sollvorschrift das, was notwendig ist, für die Presse auszunehmen? Gibt man damit den Mitgliedstaaten nicht jedem Einzelnen einen Anreiz, sowohl Blogger als auch Presse an die ganz kurze Leine zu nehmen und zu zensieren, beziehungsweise alle, die man nicht für besonders schützenswert erachtet, dann der Gefahr einer Bußgeldwillkür durch diese angeblichen Datenschutzbehörden auszuliefern? Wir werden die Links zum ursprünglichen Entwurf der EU-Datenschutzverordnung, des EU-Datenschutzverordnungsentwurfs und auch zum überarbeiteten Entwurf, konsolidierte Fassung und auch das, was geändert worden ist, werden wir dann nochmal in einer kurzen Statement veröffentlichen, dass man das vergleichen kann. Ich denke, dass es entscheidend ist, das rechtzeitig zu beleuchten, bevor da auf EU-Ebene Entscheidungen getroffen werden und das Internet, die Internetwirtschaft und vor allem Presse und Blogger, die eine von der Kommission abweichende Meinung vertreten in irgendeiner wichtigen Sache, dann alle mit Bußgeldern ruiniert werden. Ja, und nicht nur die, auch Parteien und Verbände. Something high, then you smile. I'm so terribly fine, like a
Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte auf Radio Jungle Drum. Heute ist der 17.01.2013. Wir kommen zum dritten Teil der Sendung. Inzwischen ist Schwester Hatune Dogan von der Schwester Hatune Stiftung Gründerin zugeschaltet. Herzlich willkommen. Dankeschön. Hatune, du warst letztes Jahr in Syrien. Worum ging es und was hast du dort erlebt? Also ich bin letztes Jahr sogar dreimal nach Syrien geflogen und dann Umkreis von Syrien, wie die Flüchtlinge in der Türkei, auch versucht zu versorgen. Weil unser Ziel der Stiftung ist, den armen Menschen, den Flüchtlingen zu unterstützen, dass sie mal Beispiel, wo die keine Miete zahlen können, dass wir denen Mieten geben, aber auch tägliches Brot, dass sie überhaupt überleben können. Das ist es, unser Hauptziel, den Menschen beizustehen, aber auch moralisch zu sagen, hier, wir sind mit euch, egal was mit euch passiert, wir stehen für euch da. Mit unserer Kleinigkeit oder was wir überhaupt haben, bringen wir den eigenständig, persönlich darüber, mit den Spenden der Gläubigen. Das ist unser Hauptziel, mit denen zu sein, moralisch und zu sagen, ihr seid nicht alleine, solidarisch zu sein. Die Stiftung ist, glaube ich, in Deutschland eingetragen. Sie ist in Deutschland und in Indien offiziell als Stiftung eingetragen, Helfende Hände für die Armen heißt das, ja. Und man findet sie, glaube ich, unter Sister Hatune Foundation im Internet. Ja, auch Schwester Hatune Stiftung, aber die wurde im Internet jetzt gehackt, also gestört, aber es kommt wieder. Okay, das heißt, man kann also auch in Deutschland kann man auch spenden, wenn man den Menschen in Syrien helfen will. Ja, ist richtig. Und dann sollte man, denke ich, angeben als Betreff, dass es für Syrien ist, weil die Stiftung sich ja auch in Indien engagiert. Ja, einfach Stichpunkt Syrienhilfe oder Irakhilfe. Wir sind auch für die Iraker da, aber unser Thema ist heute Syrien. Und eure Stiftung hilft dann sowohl syrischen Flüchtlingen in der Türkei als auch den Menschen in Syrien selbst. Ja, ich bin persönlich nach Syrien gefahren, wo eigentlich gesagt wurde, ich sei Spinnerin, weil da werden die Leute getötet und ihr kommt da rein. Ich war mit Bernd Wilke, unserem Direktor, und Gerhard Zimmermann von Essen dabei, also drei Personen. Wir sind in Syrien, Beispiel April, die anderen Male war ich alleine. Das heißt, vor Ort habe ich immer Vereine, die mich holen und dies und jenes, aber wir waren da und wir haben versucht zu sagen, auch wenn die Leute von außen Drama, damals hohe Drama gemacht haben, es war nicht so wie heute, man dürfte von Norden bis Osten, Westen und von Osten bis Norden fahren, das war eigentlich, außer Hummus, damals war kein Konflikt, da gab keine Probleme. Nur über die Grenze war ein bisschen Schwierigkeiten, gab Schwierigkeiten, dass die aufständische Gruppen einfach Waffen in der Hand hatten, ganz komische Kleider, und dass wir, wenn der Taxifahrer halt nicht die Leute kannte, da konnten die uns auch schießen natürlich, aber wir sind halt durch einfach lebend rausgekommen. Es war nicht ohne Risiko, sage ich jetzt. Hast du in Syrien auch mit Vertretern der christlichen Kirchen gesprochen? Wie sehen die den Konflikt? Also die christlichen Kirchen generell in Syrien bis heute, die haben sich unter den Bashar sehr wohl gefühlt und die wünschten, dass das so weiter ginge. Ich glaube nicht, wir, also die syrische orthodoxe Kirche allgemein, wir halten nicht zum Regime, aber uns Christen ging in der Zeit gut, genauso wie in Irak, in der Zeit von Saddam. Saddam hat Leute getötet, dies und jenes und geschlachtet, aber die Christen haben unter Saddam auch Freiheit gehabt und hier genauso. Und ich spreche über den Christen, die das leiden in Irak. Genauso dasselbe Methode in Syrien. Also die Wurzeln der Christenheit versuchen die regelrecht zu kappern, zu schneiden. Und
die Wege der Christen halt ist in Orient. Und wenn in Orient das geschnitten wird, dann ein Baum ohne Wurzeln kann nicht leben, glaube ich. Die Christenheit auf der ganzen Welt wird darunter leiden, wenn die Wurzeln des Baums einfach geschnitten werden. Ein Baum ohne Wurzeln kann nicht leben. Hast du selber einen Eindruck von diesen Aufständischen bekommen? Sind das, wie sehr sind das jetzt wirklich Syrer, die mit dem Regime unzufrieden sind? Wie weit sind das religiöse Extremisten oder Söldner? Also es gibt verschiedene Einsichten. Da sind aber allerdings viele davon von außen. Sie sind nicht Syrer ursprünglich. Beispiel, ich bin mit einem Armenier gefahren da und er sagte, Schwester, sehen Sie diese Typen? Das sind sie von Aussehen, die sehen wie mongolische Leute. Das sind keine Syrer ursprünglich. Da waren Ägypter, ihre typische, also aus Ägypten, ihre typische Gesicht, das sind keine Syrer gewesen. Das eins. Zweitens, es gibt unter denen, es gibt Salafisten, sagen die heute dazu, also die extreme Gruppierung des Islam, die Dschihadisten, die allerhöchste, dann diese, die, ja, wir sagen Terroristen einfach, die Schlachter der Menschen nach ihren Vorstellungen, die gehen zum Himmel, wenn die ein ungläubiger Kafir, egal ob jetzt Schia sind auch die andere Gruppe des Islam. Oder Christen oder Juden, egal, für den sind alle gleich. Die nicht an Mohammed oder ihre Vorstellung an ihre Schariat und Koran glauben, die müssen geschlachtet werden. Dann werden die das Schlachten, regelrecht schlachten, ich spreche von Schlachten, ja. Die gehen dann zum Himmel. Das ist ihre Vorstellung. Das sind die Radikalen. Und die andere ist, die nutzen das auch wirtschaftlich, weil die bekommen eine sehr hohe Summe Gelder, die werden gefördert von außen. Saudi-Arabien, Türkei und Ägypten, verschiedene Länder. Ich möchte den einzelnen Ländern nicht sagen, aber auch Taliban, da kommen auch von dort Al-Qaida von drüben. Auch da sind auch tätig in Syrien, aber auch die Syrer selber sind nicht ohne. Also das heißt, die Syrer, die Aufständischen. Es ist schlimm, also es ist Chaos genauso wie im Irak. Dasselbe Methode, nicht anders. Obwohl ich vor 2 Jahren schwedische Münd bei Thema bei diesem Kongress hatte ich da schon, Entschuldigung zu sagen, gewarnt. Meist Politiker waren da. Ich habe gesagt, wenn das nicht aufgepasst wird, es wird wie Irak. Aber leider Gottes, heute ist wie noch fast schlimmer als Irak geworden. Ich spreche, weil ich direkt vier Vereine in Syrien hatte, die unsere Stiftung für irakische Flüchtlinge geholfen haben seit 2005. Und diese Menschen halt, die geben mir direkt Informationen, soweit sie noch leben oder da sind. Manche sind natürlich geflüchtet, aber die geben mir direkte Informationen. Und ich selber war da, ich habe auch Interviews oder das heißt mit betreffenden Menschen gesprochen dort vor Ort, ob die Soldaten sind oder Familien von Soldaten oder Flüchtlinge, Beispiel in der Türkei, ich habe Oktober, welche Flüchtlinge, die geheim über die Grenzen zwischen Minen abgehauen sind aus Angst. Also ich habe schon Überblick über die Lage, es ist dramatisch schlimm. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wie ist denn die humanitäre Situation? Wie weit sind die Leute mit den ja, lebensnotwendigen Dingen wie Wohnung, Nahrung, Medizin versorgt? Das können Sie ruhig vergessen, da humanitäre Seite können Sie vergessen. Also die Leute, die da humanitärisch was spenden wollen, auch wenn Spende von außen kommt, die Christen und die Minderheitsgruppen, die bekommen nicht so schnell über den Halbmond, nennen die das, ist nur die Reichen und das mit Bestechung natürlich. Ohne Bestechung gibt es nichts in Syrien. Mit Bestechung kommt man einfach weiter und die Starken bekommen was und die Armen bekommen fast gar nichts. Also es ist humanitäre Seite, ist Chaos. Nicht, weil das vielleicht nicht gibt, weil diese Mächtigen, die Waffen haben, die setzen sich durch und deren Dörfer bekommen was und die anderen gar nichts. Also es ist Chaos, Katastrophe. Und die Kinder dürften, also wurde schon an Juli an den Schulen ein Zettel gehängt, wenn ihr eure Kinder schickt, dann werden wir die Schulen explodieren. Und so haben die Menschen Angst gehabt, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Und nicht nur das, sondern bewusst
bewusst gehen die Salafisten oder diese Aufständischen, gehen die in den sozialen Einrichtungen. Und da der Bashar gesagt hatte, natürlich, wo vorher angefangen wird, da wird auf den geschossen. Und die gehen bewusst zu dieser Einrichtung. Dann Schulen, sind die Schulen oder Busse oder Altenheime oder Krankenhaus oder Kirchen oder Moscheen. Die gehen bewusst dahin, um zu zeigen, guck mal, der Staat bombardiert diese soziale Einrichtung. Aber das wird nicht gesagt, dass die dahin gehen, bewusst das zu propagieren, ja. Also hier nochmal, ich verteidige den Staat nicht. Also ich bin nicht unbedingt der Staatsverteidiger. Die beide haben Fehler an die Geschichte, an diese Problem. Aber es wird so vorgeworfen. Und es ist die humanitäre Seite ist Chaos. Einfach Chaos. Und viele Menschen wirklich haben kein Wasser, kein Brot, keine, weil die Syrer selber, die haben immer von der Straße, sagen wir, gelebt. Einfach fertig geholt und gegessen. Und jetzt plötzlich gibt nichts mehr auf der Straße zu kaufen. Oder in Geschäften. Die haben Angst, die Geschäfte aufzumachen. Goldgeschäfte oder so, sowieso funktionieren nicht mehr. Die haben aus Angst. Alle zu, verriegelt, abgehauen. Und ja, wenn der Bäcker sich nicht traut aufzumachen, wie soll das dann laufen? Wer backt Brot? Es gibt kein. Ich kann mir vorstellen, wenn da gekämpft wird, dass auch die Landwirtschaft nicht produzieren kann. Das sowieso. Ich sage, es ist Chaos. Alles, überall ist Chaos. Das heißt, dann ist Syrien zum Teil ja wahrscheinlich auch auf Lebensmittelimporte angewiesen, ne? Ja, sie sind angewiesen, aber auch wenn ankommt von verschiedenen Hilfsorganisationen, wie ich gesagt habe, da sind nur die Starken bekommen was. Gott sei Dank, es gibt noch eine Stadt oder ein paar Städte, die noch nicht drin gekämpft wird. Beispiel Kamischlo. Das ist meist Hälfte Christen, Hälfte Moslem. Und da wird, die haben Angst voreinander. Wenn das angefangen wird, da ist das, also Angst, die haben voneinander und die fangen damit nichts an. Und die viele Beispiele, die in deren Ort nicht mehr Ausweg fanden, da sind nach Kamischlo gegangen, Beispiel. Hasake fängt das auch an, Hasake und diese Region, da sind es auch noch nicht so schlimm wie die anderen Ecken, wie Aleppo und Homs und Damaskus. Damaskus, es geht einigermaßen auch vergleichbar mit anderen Städten. Ich habe den Eindruck, dass die Aufständischen teilweise unbemerkt praktisch hinter die Frontlinie kommen. Und wie können die sonst in humanitäre Einrichtungen, in soziale Einrichtungen hineingehen und die besetzen? Ja, wie ich gesagt habe, die haben auch ganz normale Zivilkleider, niemand erkennt sie, ja. Die kommen da rein und dann holen dann ihre Freunde die Waffen und dann geht los. Und oder kommen die mit Waffe und die automatisch kommen die in den sozialen Einrichtungen und dann sagen die, halt den Mund, sonst seid ihr alle tot. Was sollen die dann soziale Einrichtungen machen? So etwas gibt es aber von der Regierungsseite nicht, da ist nichts bekannt. Nee, Dass die nee. Regierung so mit Zivilisten auf der Gegenseite umgeht. Nein, nein. Nur die schießen auf die Rebellen und wo also egal wo die sind jetzt, weil so wurde befohlen, wo der Feuer gefochten wird, da soll geschossen werden, weil die müssen sich art verteidigen. Und dann wird aber trotzdem, da sind mit den Waffen vom Staat getötet worden, sagen die dann, ne? Ja. Jetzt hat der syrische Präsident ja mehr demokratische Reformen versprochen. Also sie wollten Wahlen machen, sie wollten eine neue Verfassung machen. Was erzählen die Menschen davon? Was ist davon trotz des Aufstandes oder trotz der Invasion in Syrien verwirklicht worden? Es kann nichts verwirklicht werden, auch wenn der Staat will. Das geht nicht. Der Bashar eigentlich vorher hat auch gesagt, ich bin bereit zu Reformation, zu Erneuerung. Da wurde nicht mehr, weil das von außen gesteuert ist. Also Ziel ist das einfach, Syrien kaputt zu machen, also politisch. Das war nicht nur Syrer, sondern das war auch von außen der Druck. Aber auch Westen hat mit beigetragen, dass es zu sowas kommt. Aber auch Amerika. Ich sage nicht, die sind nicht schuldig daran. Die haben das gefördert. Und das ist nicht unbedingt, also Bashar eigentlich, der war bereit. Also ich hatte gewünscht, dass das akzeptiert wird, seine Reformvorschläge, dass man ihn Chancen lassen würde, das durchzusetzen. Der hat keine Chancen bekommen, das durchzusetzen. Ich verteidige Bashar nochmal bitte nicht. Aber ich weiß, ich war da und ich habe von Leuten gehört,
die da sind, meine eigenen Leute, die da arbeiten, die haben gesagt, das und das und das, aber er hat keine Chancen durchzusetzen. Wo kann man sich denn über Syrien informieren, was weniger einseitig ist als das, was uns sonst hier meistens im Westen geboten wird? Also ich sage nochmal, also bis April, bis Juli wurden die Medien haben auch wirklich einseitig berichtet und das noch nicht mal richtig. Es gab Beweise, 14 Fälle, die ich davon weiß, die Syrer selber wissen. Das waren Explosionen damals im Irak passiert oder andere Länder und die wurden propagiert durch Medien, dass das in Syrien passiert ist. Damals gab es sowas noch nicht. Heute gibt es natürlich, aber damals noch nicht. Und somit, damit um die Welt ja, zu überzeugen, dass in Syrien so schlimm ist. Ich war damals selber in Syrien und das war nicht der Fall, was sie gezeigt haben. Beispiel, ne? Und die rechte Information, leider ist im Moment schwierig, da muss man wirklich im Lande leben. Beispiel gibt das diese Anastasia Frau Popo. Vorfahrt, diese russische Journalistin, die da war. Ja, die persönlich da war, die auch mit Soldaten gereist ist und so weiter und so fort, die hat direkte Verbindung gehabt, einfach alles live mitzuerleben sozusagen. Man muss irgendwo da vor Ort neutral, trotzdem neutral bleiben, aber neutral ist auch schwierig. Entweder geht man mit Soldaten oder mit Aufständischen. Und dann wird das wieder von einer Seite. Aber diese Russin, ich habe ihre Filme auch gesehen. Da kann man zum Beispiel überzeugt sein, dass diese Frau einiges gezeigt hat, was die Realität anspricht. Oder selber einfach darunter, da ist aber Risiko. Also. Das kann ich mir vorstellen. Ich kann Ihnen ein Beispiel erzählen. Ich war in der Türkei plötzlich. Ich sage nicht wo genau, ein junger Mann, der als Soldat geflüchtet ist, Christ natürlich, der ist geflüchtet der war im Militärdienst. Und er hatte Splitterbomben in seinen Beinen, unteren Bereich, in Waden und so weiter. Und der war natürlich traumatisiert. Und da sagte er, Schwester, ich habe gehört, dass Sie Krankenschwester sind. Können Sie bitte mir helfen? Hier sind meine Wunden. Die haben wohl eine Pelle schon drauf, aber die Splitter sind doch noch drin. Und ich habe Schmerzen. Das schmerzt so stark, sagt er. Ich habe gesagt, hör mal, ich bin wohl Krankenschwester schon lange gewesen, aber ich habe nur meine Sicherheitsnadel in meine Schleier und eine Pinzette und ich trage immer so ein Jodfläschchen dabei, habe ich so in der Tasche. Das ist das Einzige. Ich bringe dich zum Krankenhaus. Nein, 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 sagte er zum Doktor. Nein, Apotheke. Nein, nein, nein. Ich habe Angst davor, dass in mein Gesicht oder irgendwie jemand mich kennt. Ich habe Angst davor. Wenn ich zurückgehe, sowieso werde ich dann getötet. Egal zu welcher Seite ich springe, werde ich getötet. Also auf jeden Fall, ich habe kein Leben mehr in Syrien. Bitte machen Sie das. Ich habe versucht, mit dem Material, was ich habe, seinen Splitter rausholen und da floss Blut. Ich weiß, dass er schmerzhaft war. Und da habe ich gesagt, tut mir leid, ich tue Ihnen weh. Sie sagen, nein, Schwester, wenn Sie mich wehtun, dann denke ich an die 7 Köpfe, die ich vor letzte Woche aufgestanden bin, also Soldaten, ja, von der Staatsseite. Die waren die Köpfe alleine vor meine Tür in der Reihe gelegt. Da musste ich über sie, wo ich die Tür aufgemacht habe, vor meine Tür vom Schlaf aufgeweckt. Da habe ich die 7 Köpfe von meinen Kameraden da liegen lassen sehen. Da, wenn du mir wehtust, dann denke ich daran, ich lebe noch, das ist wichtig für mich. Und deshalb empfinde ich überhaupt keinen Schmerz. Also ich habe einige solche Fälle erlebt, da vor Ort, mit eigenen Augen gesehen, selber interviewt, die dramatische Erlebnisse da, traumatisierte Leute, meist junge Männer vom Militärdienst. Wenn sie nicht zu Staatsmilitärdienst gehen, die werden von aufständischer Seite geholt, gezwungen. Und dann mussten die schlachten, töten, einfach mitmachen, sonst werden die getötet. Und da sind meist die Christen am meisten betroffen. Die wissen gar nicht, was sie machen sollen. Und deshalb sind meist junge Männer auch haben die versucht zu flüchten. Aber alle können nicht flüchten. Also es ist, ja. Weiß nicht, was ich sagen soll hier. Das heißt, beide Seiten versuchen, die Die jungen Männer für sich kämpfen zu lassen, die
Regierungsseite legal und die Rebellen ohne jegliche Rechtsgrundlage. Ja, mit Waffen holen die raus aus den Häusern. Gewalt. Ja, mit Gewalt, ja. Haben die etwas darüber gesagt? Die russische Journalistin Frau Wurfhofer hat ja berichtet, dass zum Teil diese Aufständischen oder Söldner oder wer auch immer unter Drogen stehen. Die Leute, mit denen du gesprochen hast, die traumatisiert gewesen sind, haben die auch so etwas berichtet? Also ich habe sowas nicht erlebt. Es kann mal vorkommen, nachdem Anastasia sowas berichtet hat, kann sowas vorkommen, dass sie selber, weil psychisch nicht mehr vielleicht können, dass sie sich unter Drogen setzen, damit sie weiterkommen können. Und dann denen ist egal, keine Gefühle, kein Empfinden, nichts haben dabei. Das kann sein. Aber meine Leute bis heute hat keiner von sowas gesprochen. Die haben eher gesagt, dass sie drohen, Morddrohungen, genauso wie im Irak. Entweder werdet ihr Moslem. Oder flüchtet ihr aus diesem Land? Das Syrien ist das Syrien, aber es gehört uns inzwischen und wir werden ein islamischer Staat hervorrufen von syrischer Staat und hat nicht mehr mit anders Kafir zu tun. Kafir heißt das Ungläubige oder unwürdig zu leben. Die jetzt oder zum Schluss ist tot. Da haben die schon Zettel in den Häusern geklebt bekommen, in den Schulen und privat Drohnen schon bekommen. Dann Entführung, da sind so viele Entführungen passiert. Vergewaltigung bis das, also kleinste Kinder bis 6 Jahre wurden die Mädchen christlicherseits vergewaltigt. Aber auch schiitische Seite, also es ist diese aufständische Gruppen, das sind allerschlimmste, genauso wie in Irak. Also das sind selbe Leute, glaube ich sogar. Sogar kommen die aus dem Irak, was sie jetzt vielleicht ein oder anderes Land nicht machen können. Oder in Irak läuft weiter. Natürlich in Homs ist genauso, in Mosul meine ich, Mosul ist das genauso letzte Woche passiert, dass sie 10 Christen getötet und die alle 10.000 sind jetzt auf der Flucht. Dass sie die Drohnen gehen jetzt extrem speziell auf Christen gerichtet. Und da ist es genau in Syrien, selbe Leute weltweit, die das sind diese internationale Terrorgruppe, sage ich jetzt, die sich Ja. zusammenziehen und sich einfach auf die Menschen losgehen. Und wie ich gesagt habe, jeder hat eine andere Ansicht, manche für Religion, manche für ihre Geld, also Macht. Manche werden einfach aus Lust und Laune, weil die vielleicht, wie sie gesagt haben, muss unter der Droge sind, einfach weiterzumachen, so was denen gesagt wird. Also es ist unterschiedlich. Also Politik spielt große Rolle, Geld spielt große Rolle, Religion spielt große Rolle. Diese drei Faktoren sind die Menschen beherrschen natürlich. Und diese drei Faktoren sind auch, aber im Nahen Osten Schwerpunkt ist das Religion. Das ist der Schwerpunkt. Wie wird denn respektieren die wenigstens bekannte Zeichen von Hilfsorganisationen wie Rotes Kreuz, Roten Halbmond, dass da Regierung und Rebellen sich dann neutral verhalten, dass man da sicher auch reisen kann? Sowas ist schwierig. Ich persönlich, ich habe versucht, da vor ein paar Jahren mal für irakische Flüchtlinge ein 10 Tonnen Lebensmittel aus Dubai, von unserem Verein von Dubai, nach Syrien rüberzubringen, damals schon. Es ist sehr schwierig. Halbmond sagt, ich bin Einzigster, der Recht hat, hier was zu verteilen. Und die verschiedenen Organisationen, wenn sie auch versuchen, es ist schwierig. Also Halbmond, wie ich gesagt habe, es geht wieder da, es gibt keine Einigung, sondern die Macht haben, die Waffen haben, die haben Recht und die holen sich, was sie wollen. Und ich sage nochmal, das läuft nicht so gut. Und neutral halten, es gibt noch Neutralität dort nicht. Das ist schwierig. Vielleicht Staat wird versuchen, dass sein Volk noch im Rahmen zu halten, den zu pflegen, staatlicherseits. Aber ob sie dazu kommen, das im Moment ist fraglich. Ich kann im Moment nicht da mehr sagen, nicht in diesem Fall. Scheint ja im Moment so, wenn die Lage sich bessern soll, dass vor allem ja, die
die anderen Staaten, die die Rebellen unterstützen, Einfluss nehmen müssten, damit das aufhört, damit die Übergriffe auf die Zivilbevölkerung aufhören und es überhaupt mal einen ernsthaften Waffenstillstand gibt. Das wäre schön. Also wenn von außen nicht unterstützt werden, diesen Terror, die werden am Ende sagen, das geht nicht mehr weiter. Aber leider von überall werden die unterstützt. Die Türkei ist am schlimmsten. Die nahe direkt über die Grenze ist, die lässt alles durch, die machen alles. Also es ist, und die Kurden sind in der Türkei und in Syrien und die handeln miteinander schon. Und über diesen Schiene läuft vieles illegal. Bestechung sowieso. Überall. Wo sind denn die syrischen Flüchtlinge? Sind hauptsächlich in der Türkei oder lässt man sie oder reisen sie weiter nach Griechenland? Also die Hilft er? versuchen, also alle christlichen Flüchtlinge besonders, die versuchen nach Europa zu kommen, weil die sagen, Europa ist noch christlich und die werden uns mindestens, gibt keine Religionsunterdrückung, sagen sie. Das ist eins. Zweitens, Türkei hat allgemein die Tür aufgemacht für die Flüchtlinge, aber die christlichen Flüchtlinge, die fühlen sich, natürlich, jede Flüchtling muss da irgendwie 8.000 € pro Person zahlen. Ne? Also es ist nicht so umsonst, dass sie rausreißen dürfen. Also es gibt diese, die machen so große Handeln über die Flüchtlinge, weil jeder Flüchtling will sein Leben retten und die sagen, mein Leben ist besser oder teurer als 10.000 €, ja. Und dann die armen Menschen, die flüchten müssen, die rufen hier und da, um Geld zu bitten, dass sie Geld leihen und damit sie überhaupt ihre Leben retten. Und diese Leute, die sich mit dem Pässe und diese Sachen auskennen, diesen stinkreichen Millionen Gelder machen die das pro Woche. Aber auf dem Rücken der Flüchtlinge, der armen Menschen. Aber die Flüchtlinge gehen nach Jordanien, eine Gruppe. Da gehen die nach Libanon, ist am schlimmsten betroffen, wo die sagen, da ist noch ein bisschen ruhiger, da ist auch noch christlich geprägt teilweise. Und dann Türkei allgemein, Christen sehr eher nach Libanon und Jordanien weniger, aber auch nach Jordanien flüchten noch Flüchtlinge. Nach Ägypten eher weniger, weil in Ägypten ist auch unruhig, Irak überhaupt nicht. Also da bleibt nur Türkei und dann Griechenland und dann so weiter. Also nach Europa lieber. Alle, die haben Absicht nach Europa, Australien und Amerika. Genauso wie die Iraker. Also, es ist aber Schwerpunkt hier, die Syrer wollen nach Europa. Was mich noch interessieren würde, es gibt doch auch eine demokratische Opposition in Syrien, also die vielleicht nicht für die Regierung sind, vielleicht Oppositionsparteien oder aus der Zivilgesellschaft, die für eine andere politische Richtung stehen, aber eben keine Revolution wollen. Wie weit bist du denen begegnet bei deiner Reise? Was hast du von dem mitbekommen? Ich habe von den Gruppen auch was mitbekommen, dass sie, ich glaube, ich habe von allen Religionen Leute getroffen, auch Interview haben die mich mit mir oder ich, die haben mit mir gesprochen, dass diese Gruppe, die sind schon sehr, sehr offen, diese Leute, und die wollen einen demokratischen Staat haben und weder also mit Kämpfen gar nichts zu tun haben von beiden Seiten. Nur leider sind wenig. Die trauen sich noch nicht so offen darüber zu sprechen. Also sie sagen, das ist ein Wunsch oder Traum. Und da sind von allen Religionen dabei. Also diese demokratische, freidemokratische Vorstellung. Aber es gibt auch manche Islamisten, die von Demokratie sprechen, aber das ist nicht die Demokratie, die wir vorstellen. Das ist die Demokratie unter der Schariat, unter der islamischen Gesetz. Es ist Schariat als Staatsgesetz, dann ist Demokratie, denken die. Und da manchmal wir Europäer verstehen falsch, wir schauen mit unserer eigenen Brille und die sagen nach europäischer Systemsdemokratie, nein, nicht Freiheit und Demokratie. Das kennen die Islamisten nicht. Die kennen das nur unter Scharia und dann ist das Friede, das heißt Omar-Haus und Kampf-Dschihad-Haus. Das heißt, Omar, die alle, die unter Schariat leben, das ist dann Frieden, Demokratie in deren Vorstellung. Deshalb ist solche Leute ist deren Traum oder Ziel, der ganze Welt zu islamisieren, zu Omar Mohammed zu
konvertieren, dann ist das Friede auf der Welt und Demokratie auf der Welt. Das ist deren Vorstellung. Mit Schwert und Feuer und Schlachten und das alles, egal wie, Hauptsache kommt man an dieses Ziel. Und das ist das Ziel der Islam ganz auf ganze Welt eigentlich, wenn man nach Büchern schaut. Was mir eben auffällt, man kriegt überhaupt nicht die gemäßigte Opposition mit, so als hätte man nur die Wahl zwischen einem Regime, wie es bisher ist, und den gewalttätigen Aufständischen. Das fällt mir auf hier in westlichen Berichterstattung, dass das total ausgeblendet wird, dass es da eine größere Vielfalt gibt. Also viele gibt es, die sagen, wir wünschen, wie vorher zu leben. Das heißt, auch Regime war das, aber für den war das, die ich getroffen habe, für den war mindestens Frieden. Es gab keinen Tod und Totschlag. Und dann gibt es die anderen, die sagen, nee, das war Bashars Regime, wir möchten das nicht mehr auf der Art und Weise, aber wir möchten so wie Europa demokratisch leben. Das mit Wahlen, Mehrheit und aber auch, dass sie alle Menschen hier Freiheit haben, egal zu welcher Glaube und Religion gehören. Wo auch vorher sagen die, der Staat hat auch gefördert diese Seite, aber nur dürfte politisch sich nicht gegen Staat lehnen und oder sein. Und aus diesen Gründen, es gibt zwei, auch unter dieser Gruppe gibt es zwei Richtungen. Manche wünschen, wie vorher zu leben, das war doch besser als jetzt, sagen die. Und andere sagen, total Demokratie nach europäischer Vorstellung. Und da leider wird, wie Sie sagen, in Medien weniger von denen. Viele trauen sich natürlich auch nicht. Ich habe mit einigen gesprochen, weil die sehen mich als Ordensschwester und die haben keine Angst vor mir, einfach offen zu sprechen. Ja. Ja, ganz herzlichen Dank für diesen Überblick. Und wer den Menschen in Syrien helfen möchte, wer helfen möchte, dass die humanitäre Lage gelindert wird, schaut am besten auf die Webseite Sister Hatune Foundation. Und dort kann man sich informieren, wie Schwester Hatune Stiftung hilft. Und ja, dass man zumindest auch mit Spenden schon mal helfen kann, die Not zu lindern. Ja, Und ich ich denke, denke, der Entschuldigung, ich denke, die Spenden, die bei uns ankommen, egal ob 1 Euro ist oder 1.000 ist, das kommt hundertprozentig zu dem Ziel, was das gespendet wird. Weil wir, wie ich gesagt habe, wir riskieren eigene Leben, damit den Menschen gut geht, damit die Spende der Gläubigen wirklich hundertprozentig ankommt. Das ist unser Ziel. Also es ist weltweit über 5.000 ehrenamtliche Mitarbeiter in Dritte Welt und auch im Nahen Osten überall. Mitwirken, mithelfen, alles ist ehrenamtlich bei uns. Aber unser Ziel ist das, was du dem geringsten Menschen getan hast, hast du für mich getan. Das ist mein Lebensmotto, mein Lebensziel und der Stiftungs. Das heißt, alle, egal wer da in Not ist, dass wir in seine Hand nehmen und ihn einfach gerade stellen, dass er auf dem Boden liegt. Das ist unser Ziel, egal in welcher Lage, welcher Zustand er ist und oder er oder sie. Das ist unser Ziel aus humanitärer Sicht und christlicher Liebe, Nächstenliebe, dass ich persönlich mein eigenes Leben dafür riskiere, dass die Menschen denen gut geht. Das ist mein Ziel. Ich glaube, wenn der Mensch in Freiheit ist und satt ist, braucht er keine Hilfe. Nur wenn der Mensch in Not ist, warum haben wir bis heute Syrien nicht geholfen? Und genauso Irak, genauso Ägypten, alle diese drei Länder, Haupt, da sind die Menschen unter diese dramatische Verfolgung, aber auch im Not allgemein, denn menschliche Bedürfnisse werden nicht gedeckt. Und da ich bedanke mich im Vorfeld für alle Spender, für alle Menschen, die bis heute mitgewirkt haben. Und das ist auch mal, dass wir weitergehen, dass wir weiterhelfen können. Ich bitte Sie, an unsere Stiftung zu denken, dann an die betreffenden Menschen in der letzten Not zu helfen, dabei zu sein, mitzuwirken. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses Interview auch und für die Zuhörer. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen für das Jahr 2013, dass Friede auf die Welt kommt und Gnade Gottes über die Menschen, dass die Menschen, Religionen aufeinander zugehen können und einander vertragen können und Friede, nur Gott kann Friede schaffen. Dankeschön nochmal. ich glaube, wenn genug Menschen für den Frieden beten, dann wird es unüberhörbar.
Danke. Bitte.